Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2 und wir sind zurück in Venedig. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, am Ende der letzten Folge hatte ich gesagt, es gibt noch ein paar Aufträge bzw. ein bisschen Story gibt es hier noch und die werden wir heute angehen. Dafür habe ich schon mal den nächsten Auftrag markiert und wir werden jetzt erst einmal dorthin laufen in unserer schmucken neuen dunklen Assassinenrüstung, die wir von Altair bekommen haben, dafür, dass wir die 6 Siegel aus den Assassinengräbern geholt und geborgen haben. Und ich ahne schon, wo es hingeht. Jetzt muss ich mich nur daran erinnern, wie ich da am besten hinkam, glaube ich. Ja, okay. Hier haben wir direkt einen Freund gefunden. Ich mache erstmal hier den Abgang. So. Ich glaube, wir müssen eh noch ein Stück weiter. Das hat ja keinen Wert, sich jetzt da mit dem zu streiten, da oben auf dem Dach. Deswegen. So, einfach mal mitten durchgesprungen. Das finden die nicht so gut, aber. Jetzt haben wir natürlich viele, die sich gerne unseren Kopf schnappen wollen. Aber. Die werden wir auch noch irgendwie los. Hoffe ich. So, den mache ich mal weg. Jetzt muss ich die erstmal wirklich hier loswerden. Die paar Schwachköpfe. Zur Not muss ich eben tatsächlich mal eben. Ja, ich gut. Dann muss ich jetzt mal eben schnell ein bisschen aufräumen. So, zum Beispiel. Und so, da haben wir schon mal direkt zwei hinüber. Drei. Und vier. Ja, ne? Ich meine, die haben die Message anscheinend nicht ganz verstanden. Einer kommt da noch wieder hoch, oder? Egal. So, ich muss jetzt irgendwie da hinten. Oder kann ich die Story von hier starten? Nee, ich muss jetzt irgendwie da oben auf die Mauer. Ich glaube, da hinten war der Weg. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das meinte ich nämlich vorhin, dass ich jetzt mal wieder rausfinden muss, wie ich da am besten hinkomme, ohne hier wieder 35 Tage dafür zu brauchen, wie ich das schon mal versucht habe und dann einmal ganz rumgelaufen bin um die Festung. Nur mal festzustellen, dass man hier an der Ecke war. Genau, nämlich am besten da hochkommt. So. Wunderbar. So. Oh, da schießt noch einer auf uns. Können wir den Auftrag trotzdem starten? Nö. Es ist mal wieder ein Loswerden hier. Da hinten den. Der läuft gerade weg. So. Hat der abgelassen? Der hat abgelassen, dann können wir den Auftrag starten. Na. So, endlich. Onkel Mario? Wo bringen Sie es hin? Alles kommt zu dem, der wartet. Die Ladung des Schiffes beschaffen. Alles klar. So, eine halbe Minute haben wir. Ah ne, der Timer geht weg, wenn wir so lange wir den im Auge behalten. Okay. Ich gehe nochmal hier hoch. Der wird nämlich da rauslaufen aus dem Tor. Du darfst nicht hier oben sein. Du hast doch gar nichts gesehen. Das war ein Geist. Okay, der rennt etwas. Soll er? Ich bin jetzt auch nicht der Langsamste über die Dächer. Na toll, war klar, dass du jetzt da lang gehst. So. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Naju, verschwunden im Nichts. Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Toll. Das war natürlich unpraktisch jetzt. So, der darf nur nicht da runterfallen, wenn der andere jetzt da unten läuft.
Genau das eben nicht. Jetzt ist er dem direkt vor die Füße gefallen. Super. Er geht trotzdem einfach weiter. Obwohl er nach allem, was er doch weiß, was schon in der Stadt alles passiert ist, wissen müsste, dass wir jetzt in der Nähe sind. Naja. Ignorieren wir das einfach mal. Das ist gar nicht passiert. Hört her, ein Schiffsunglück. Heilige Pilger haben berichtet, dass der Okay, er geht da lang. Mist. Wir gehen mal hier drauf, auf das Gerüst. Jetzt gibt er wieder Gas, anscheinend. Frage, muss ich natürlich zusehen, schnell hier hochzukommen. Ja, ich weiß. Ach, verdammt! Das hat zu lang gedauert. Das ist aber auch gemein, dass der dann auf einmal anfängt loszulaufen. Bisschen nervig. Also nochmal. Geht jetzt eh hier raus. Das bei dem Klettern, der braucht halt manchmal so lange, um dort diesen Sprung zu machen, diesen Hechtsprung. Und das kostet dann Zeit. So, er kommt eh hier lang. Genau, dann ging er ja, glaube ich, eh. Nein. Da lang. So, wir müssen ein bisschen aufholen. Er ist schon auf der anderen Seite. Ihr dürft hier nicht sein. Naja, ich weiß. So, da haben wir ihn. Ah, er fällt jetzt wieder da runter, ne? Ihm vor die Füße. Oder? Ne, er bleibt sogar oben liegen. Nein, doch nicht. Kriegt er das mit? Ja, das kriegt er mit. Schade aber auch. So, wo ist er gerade dann lang gegangen? Da drunter her, ne? Schau mal hier rüber. Nee, ist er gar nicht, okay. So. Genau, dann gehe ich jetzt vor. Ich musste nämlich hier rüber. Kommt nämlich jetzt hier hin. Und dann fängt er nämlich hier gleich an zu rennen. Deswegen gehe ich jetzt schon mal von vorne rein hier hin. Nein. Kletter da hoch. So. Wo lang jetzt? Dadurch, okay. Gut. Jetzt runter hier. Wegen des kürzlichen Feuers während eines Festes in San Polo hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerk. Folgen wir ihn mal unten, auch wenn das ein bisschen riskanter ist. Er springt da rüber. Und nun guckt er hier hin. Macht ja nichts. Wir sagen, wir hinter der Ecke stehen. Jetzt läuft er weiter. Jetzt kletter ich trotzdem mal lieber wieder hier hoch. Ich ahne nämlich, dass er sich gleich sonst wieder umschaut, wenn ich den anderen Weg über den Boden weiternehme. So, ja, ja, ich weiß, ich habe hier nichts zu suchen. Es doch. So, okay, er springt darüber. Das heißt, wir springen hier oben rüber. Bist du endlich da, wo du hin willst? So, Sache, der andere sieht uns da nicht mehr. Okay. Man, der hat aber auch einen langen Weg, ey. Wenn man das jetzt nochmal machen muss, ist das mega ärgerlich. Deswegen hoffe ich, dass uns da kein Fehler mehr passiert. Vor allem, wenn er da so rennt. Ist das ein bisschen... Das war zu fest. Jetzt darf er sich nicht umgucken. Aber wie lange willst du denn noch rennen, Junge? So. Der ist fix unterwegs.
Was macht ihr hier? Nichts. Okay, der ist schon da hinten. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mann, wo will der denn hinlaufen? Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und Preise auch. Jetzt will er ernsthaft da hoch. Okay. Ist doch nicht der Weg eines normalen Boten, Mann. Er verarscht mich, der Typ. Runter hier, oder? Oder was? Sollte es nicht hier oben sein, Stolto. Eccolo! Da! Da! Bitte nicht. Ach nein, ist er da wirklich da runtergefallen? Ach Gott, ich krieg ein... Krrrg. Er sollte sich doch einfach nur fest. Er muss jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Oh, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank gibt's hier einen Checkpoint. Mann, Mann, Mann. Das hätte mich jetzt wirklich genervt. Aber das hätte ich euch auch erspart. Dann hätte ich jetzt gecuttet. Bis ich wieder an dem Punkt bin. So, jetzt haben wir den Vorteil, jetzt müssen wir nicht unten ihn verfolgen, sondern sind jetzt hier oben. Ich weiß, ich habe da überhaupt nichts zu suchen. Macht aber nichts. Die kürzliche Überflutung des Lido, welche die Bürger der Stadt bedroht, hat strukturelle Schäden verursacht. Laju, Merda! Ich sehe nicht. Was zum Teufel, dass du mich nicht siehst. So. Ja, ja. Ihr seid alle total toll, dass ihr mich holen wollt. Das versuche ich aber zu vermeiden. Die muss jetzt erstmal loswerden. Ich glaube, die Zeit habe ich. Komm. Mach fertig. Gut. Was machst du da? Bist still. Fällt er da wieder runter? Kriegt er das mit? Glaub nicht. Na, so weit war der Checkpoint dann auch wieder nicht. Naja, jetzt bin ich schon wieder hier. Von daher lasse ich es jetzt auch so. Jetzt sehen die mich da wieder genervt. Er macht seinen Sprint hier durch die Gassen. Und natürlich wieder dann zur anderen Seite zurück, was überhaupt keinen Sinn macht. So. Okay, jetzt klettern wir ihm natürlich wieder hinterher. Was er irgendwie auch nicht mitzubekommen scheint, was gut ist. Sehr waghalsig, da so dicht hinter ihm herzuspringen, aber... Du solltest nicht hier oben sein, Stolto. Was machst du hier oben? Geh! Wo kommt er? Ich mache jetzt erstmal hier den Abgang. Was tut ihr denn hier? Runter hier, oder? Du solltest nicht hier oben sein. Okay, ich musste ihn kurz erblicken, damit er den nächsten Weg geht, glaube ich. Was machst du hier oben? Geh! Ich töte alle, die hier durch wollen. Runter, Stronzo. Was machst du hier oben? Geh! Da! Auf ihn! So, den muss ich hier einmal loswerden.
Und schießt einer. Will mich nicht kümmern. Ich kenne den Mann. Nein, das kann jetzt nicht sein, oder? Nein, geh weg von dem Typen! Ich will den... Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Ich glaube, ich habe Glück. Ich habe den Auftrag... Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Den Auftrag gerade in letzter Sekunde nochmal gerettet. Ey, mein Gott. Gut, dass das jetzt diese Szene war. Er wird doch jemanden. Eieieiei, und ich das jetzt nicht nochmal machen muss. Das wäre jetzt auch. Nee. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt. So. Da! Bleib dran! Mist. Aber ich kann jetzt, glaube ich, von da starten, auch wenn ich jetzt entdeckt bin. Hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Komm, hab keine Angst. Ich will dich nur heilen. Gut, das heißt, ich darf da oben definitiv nicht gesehen werden. So, das heißt, du darfst schon mal einen Abflug machen. Gut, dann haben wir die Rüstung von dem. So. Wurde überhaupt nicht auffällig. Alles kommt zu dem, der wartet. Und, ja, dann müssen wir wohl jetzt, die Truhe hier nehmen, die Kiste aufheben. Ja, das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Mann, ey, das war jetzt recht, richtig nervig. Aber gut, wir haben es geschafft. Das heißt, der nächste Teil des Auftrags ist freigeschaltet. Den starten wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dahin, macht's gut. Bleibt grün und ciao, ciao.